Herzlich willkommen, liebe Leute. Seid gegrüßt zur ersten Mod-Vorstellung zum LS25 hier auf meinem Kanal. Ja, was wäre ein Release-Tag vom 25er, wenn es nicht auch schon gleich die ersten Mods von mir geben würde. Es gibt das Fett-Mods-Pack und das Fett-Produktions-Pack, aber natürlich keine Sorge oder keine zu großen Erwartungen. Das hat logischerweise noch nicht den Umfang, wie es im 22er hatte. Aber es ist ein Start und was für Mods dabei sind, was man beachten soll, das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal an. Und nach dem kleinen Intro geht's dann im Spiel los. Und hier sind wir nun auch schon, liebe Leute. Und zwar seht ihr da dann tatsächlich schon mal jetzt vor uns, was alles in dem Mods-Pack mit drin ist und was alles im Produktionspack mit drin ist. Das Produktionspack ist noch relativ überschaubar. Von daher würde ich sagen, starten wir mit dem etwas kleineren, bevor wir hier zu dieser ganzen Geschichte gehen. Und zwar fangen wir an. Eine Produktion, eine vollständige Produktion ist praktisch dabei. Bekannt aus dem 22er, auch gewünscht. Wir haben das Ganze ein bisschen im Livestream zusammen gemoddet. Der Fermenter. Genau, der Fermenter ist gleich zum Start jetzt praktisch verfügbar. Ist eine Produktionsstätte logischerweise, die ihr bedienen könnt mit Silage aus Gras und Silage aus Häckselgut. Also ihr müsst da, wenn ihr diese Produktion nutzt, nicht unbedingt noch warten auf gärende Silageballen oder irgendwie einen Silagehaufen fahren. Wenn ihr eine einfache Hilfe wollt, habt ihr hier einen Fermenter. Im Shop gucken wir uns das gleich an. Und es gibt einen Mini-Fermenter. Ja, für kleine Höfe auf Basis dieses Gebäude gibt es einen Mini-Fermenter. Bei dem, gleich zur Information, steht aber auch in der Beschreibung drin. Da gibt es aktuell noch zwei kleine Warnings in der Log-Datei, die aber nicht komplett schlimm sind, die eigentlich ja, ignoriert werden können. Also die haben keinen Einfluss sozusagen auf Spielperformance. Sagen einem einfach nur, dass aktuell noch die Ballenträger, also für Ballen, für Grasballen noch nicht vorhanden sind. Das geht aber nicht, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt es noch keinen Giants Editor frei verfügbar und dementsprechend kann man leider noch keine eigenen neuen Trigger in vorhandene Gebäude einbauen. Ja, das sind so zwei kleine Produktionen im Fett-Produktionspack. Das Ganze findet ihr natürlich nachher in den Fabriken. Einmal den großen Fermenter, ja, da muss man natürlich schon ein bisschen Geld für ausgeben, aber da ballert natürlich auch Silage raus. Ne? Also wenn man viel Gras und Häckselgut schon machen möchte zu Beginn, und eine leichte Art und Weise haben möchte, Silage zu produzieren, ist das hier ein gutes Gerät. Wir haben das Ganze kalkuliert, auch im Livestream, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Also man muss den schon ein bisschen betreiben, um dann irgendwie auch nach einer gewissen Zeit die Anschaffungskosten wieder rauszuhaben. Im Fermenter wird aus Gras und oder Häckselgut mit Hilfe von Siliermittel Silage hergestellt. Ja, und dann sind wir gleich beim Thema, nämlich Siliermittel. Das ist auch mit drin im Mod, im Produktionspack, sorry. Und hier steht, ne, im kleinen Fermenter wird so aktuell so. Das habe ich extra noch reingeschrieben. Warning Info, Ballentrigger in der Log kann erst nach Giants Editor Release gefixt werden. Also, dass man das Bescheid weiß, dass man den Fehler nicht melden muss. Wie gesagt, das heißt einfach nur, dass der kleine Fermenter aktuell nur Loses annimmt. Deswegen steht es ja auch, wird nur aus losem Gras oder Häckselgut mit Hilfe von Siliermittel hergestellt. Aktuell keine Ballen. Der große kann Ballen, weil ich den praktisch ein Stück weit aus dem 22er rübergewuchtet habe. So, das ist aber noch nicht pauschal alles, was in dem Pack mit drin ist, denn es gibt zwei neue Flüssigkeiten-Tanks. Das hatten eben den Vorteil, zeige ich euch kurz im Shop. Da gehen wir in den Fahrzeugshop. Die sind ja, die sind im Produktionspack mit drin. Ich mache jetzt nicht noch ein eigenes Fahrzeugpack oder irgendwas. Nein, das sind einfach nur geänderte Dateien für die Wassertransportfässer. Erkennbar logischerweise einmal im Logo. Hier ist der Vorteil. Der kann anstatt 8000 Liter kann das kleine Fass 15.000 Liter laden und der Aufliegerfass anstatt 32.000 kann er 40.000 Liter laden. Also mehr Kapazität zum gleichen Preis und ihr habt zusätzlich die Möglichkeit mit diesen Fässern Diesel zu transportieren, was die Standarddinger nicht können und auch Siliermittel und irgendwann auch, wenn mal interessant wird, Methangas. Das wird aber wahrscheinlich ja eben erst später ins Spiel dazukommen, aber ich dachte, komm, packen wir mit rein. Ihr braucht natürlich das Original-Game, ansonsten wird das nicht funktionieren, weil die Dateien sind aufs Original-Game gemappt sozusagen. Aber wie gesagt, diese kleinen Fässer haben die Vorteile, die können so Siliermittelpalette laden. Und da seht ihr schon, jo, meine Siliermittelpaletten aus dem 22er sind jetzt auch schon hier mit drin, weil Siliermittel braucht ihr ja für den Fermenter, wenn ihr aus Gras und Häckselgut Silage herstellen wollt. Aber aktuell noch in überschaubarer Menge.
Ja, wo kriegt ihr die Paletten her? Die gibt es auch ganz normal im Shop. Ihr könnt die natürlich auch nutzen, um Häcksler zu füllen. Also das ist ein ganz normales Siliermittel. Einfach einen ganzen Sprung günstiger als das Standard im Spiel. Ihr kriegt hier für 5000 Euro 1000 Liter. Und ihr kriegt sogar Rabatt. Wenn ihr zum Beispiel als Beispiel 5 Paletten würden ja sonst 25.000 kosten. Ihr zahlt nur 24.500. Also, ne, Nachlass, liebe Leute. Und umso mehr ihr kauft, umso größer der Nachlass. Muss man natürlich gucken, ob das Sinn macht, was man jetzt hier mit 8000 Liter Siliermittel anfangen will zu Beginn. Das braucht man vermutlich nicht. Aber ja, ihr könnt die Paletten ganz normal kaufen im Shop. Die sind aktuell noch ein bisschen blöd mit der Kollision hier unten. Das geht aber auch erst, wenn Giants Editor vorhanden. Dann werde ich mir die Paletten nochmal im Detail angucken und schauen. Ne? Ja, aber ihr seht hier, man kann hier ganz normal sein Siliermittel auffüllen. Und dann fährt man logischerweise mit dem Siliermittel zu seinem Fermenter. So, habe ich mal kurz abgekürzt. Ne? Jetzt sind wir hier beim Fermenter angekommen. Da ist natürlich ganz normal der Abgabetrigger. Ihr könnt die Palette im Ganzen reinstellen. Die wird akzeptiert und wird verschwinden. Und ihr könnt Siliermittel so reinfüllen. Das geht natürlich, wie gesagt, bei beiden. Fermenter klein und auch groß. Also das ist praktisch das Fettproduktionspack. Jetzt in der ersten Version. Ja, mehr ist noch nicht drin, aber immerhin. Ne? Also wer Silage leicht herstellen will und ein bisschen Geld zu Beginn über hat, hat mit den Fermentern wieder eine ganz gute Möglichkeit, würde ich behaupten. Ihr kommt, wenn ihr da im Trigger steht, mit Taste R ganz normal ins Menü rein. Und wie gesagt, kann sein, dass wir die Mengen später nochmal ein bisschen anpassen werden. Aber für den Start haben wir das. Also Produktionspack, ne, die neuen Fässer mit mehr Kapazität und die Fermenter, die neue Siliermittelpalette. Und das kann man eigentlich kurz zusammengefasst sagen, ist der Inhalt vom Produktionspack. Das Modpack, ja, da ist eine deutlich andere Nummer. Also kurz zusammengefasst, da sind schon Änderungen in den Tierstellen, in den Multi, also in den ganzen Silos hier, in die Einkaufsstation. Es gibt eine Multi-Einkaufsstation und ja, was soll man dazu sagen? Also generell kann man sagen, sind die normalen Silos im LS Getreide gemünzt. Ne? Also ihr könnt Weizen und Gerste und Raps und so in die ganzen Silos reingeben. Gehen wir kurz in den Flugmodus. Also das, die ganz normalen Silos können halt nur Getreide. Und das sind jetzt praktisch meine Multisilos. Die findet ihr ganz normal im Shop unter Silos. Und dort habe ich jetzt so gut wie alle einmal drin. Es gibt hier dieses kleine Steinsilo. Es gibt dieses Doppelsilo. Es gibt das rote Doppelsilo. Und es ist immer Multisilo. Die Beschreibung ist eigentlich immer gleich. Ihr seht es, in den Multisilos können neben den normalen Getreidesorten auch viele weitere Fülltypen wie zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Spinat, Dünger und mehr eingelagert werden. Praktisch alles, was per Anhänger auch geladen werden kann, kann hier rein, außer Hinweis, aktuell noch kein Gras oder Silage, weil dafür müssten wir Ballenträger verbauen, für Ballen. Und das geht erst mit Giants Editor, wird dann irgendwann nachgeliefert, sofern eben ne, wir den Giants Editor haben und ich da wieder drauf zugreifen kann. Ja, also das ist hier die ganze Reihe an Silos, die kosten natürlich auch immer ein bisschen Geld, aber wir haben das auch ausgerechnet im Stream, die Füllmenge der Silos ein bisschen angepasst. Ja, viel mehr brauchen wir da eins zu nicht sagen. Ihr könnt Getreide reinkippen, ihr könnt Erbsen reinkippen, ihr könnt das wieder abholen und das bei jedem Silo, je nachdem, welches Silo denn bei euch so später auf dem Hof auftauchen wird. Die einzelnen, das kleine Rote, das große Rote, die habe ich nicht gemacht. Alle anderen gibt es aber. Und beim Heulager, vielleicht die Information noch aus dem Modpack heraus. Wohl zeige ich euch gleich, ich habe das hinten auch vorhin getestet, also das funktioniert. Ja, und dann gibt es auch nicht nur Silos, sondern ihr habt natürlich auch wieder die klassischen Silo-Erweiterungen. Ach, zu den Silos generell nochmal gesagt. Die von mir haben eine ein bisschen höhere Kapazität. Wir vergleichen einfach mal den hier. Der hat hier eine Kapazität von 400.000. Und dort der erste bei mir hat halt eine 1,2 Millionen. Ja. Oder hier das kleine Getreide, das Backstein-Silo hat hier 200.000 Kapazität. Und im Original hat es halt 75.000 Kapazität. Also ihr habt ein bisschen mehr Platz, zahlt im Zweifel manchmal aber auch einen Euro mehr, habt aber halt auch die Multifunktionsfähigkeit, dass ihr da Erbsen, Bohnen und Spinat und dieses ganze Zeug, Reis und so weiter auch alles einlagern könnt, was in den normalen Silos nicht überall möglich ist. Ja, dann gibt es auch Silo-Erweiterungen. Falls euch die Kapazität nicht reicht, könnt ihr natürlich wie gehabt an vorhandene Silos-Extensions, Erweiterungen ranbauen und eure vorhandene Lagerkapazität damit erhöhen. Auch da habe ich für euch diese Auswahl hier. Ne? Das Backstein-Ding und dann klein, mittel und groß und so weiter. Ne? Also die
ganzen Extensions sind dann auch mit am Start. Ja, gehen wir hier weiter rüber, denn wir kommen... Werden gespeichert? Habe ich gespeichert. Genau, also zu weiteren Geschichten und zwar unter Fabriken und Verkaufsstationen. Den habe ich im Stream schon sehr viel genutzt. Das ist wieder der klassische Holz-Direktverkauf. Was bringt einem der Holz-Direktverkauf? Wie der Name schon sagt, ne? Ihr habt immer einen gewissen Radius oder Trigger hier. Das seht ihr so ein bisschen an diesen gelb markierten Ecken. Innerhalb dieses Bereiches, wenn ihr dort Holz habt, könnt euch das jetzt einmal kurz zeigen, wenn wir hier einen Baum hätten. So, wir haben hier einen Baum. Dann, warte mal, brauche ich noch schnell ein Arbeitsgerät, ne? Eine Kettensäge kaufen. Bisher ist es ja so, dass man ansonsten, wenn man irgendwo Holz hat, muss man das kompliziert, aufwendig irgendwie in seinen Anhänger laden und dann irgendwie von A nach B fahren. Was ja an sich auch nicht pauschal schlimm ist, ne? Also, aber wir haben ja dann doch auch gemerkt, in der Riverbend Springs waren auf dem Hof sehr, sehr viele Bäume und hätten wir die alle weggemacht, liebe Leute, dann würde ich wahrscheinlich das ganze Jahr nichts anderes mehr machen, als Bäume klein zu sägen und abzutransportieren auf der Riverbend Springs. Und dafür ist die Spielzeit mir persönlich leider, ne, nicht nur leider, die ist mir dafür einfach ein bisschen zu schade, weil so viel Zeit habe ich denn nicht. Also dementsprechend habe ich den Holzdirektverkauf schnell wieder fertig gemacht. Da kann man sagen, wenn man jetzt so ganze Bäume auf schnell verkauft, dann macht man auch echt nicht besonders viel Geld. Ne? Also man sollte schon hingehen und ein paar schöne Stücke sägen, die Äste entfernen und den ganzen Kram. Weil ansonsten wird man jetzt sehen, wird man mit einem so einem Baum nicht besonders viel Geld, nicht viel Geld bekommen. Aber ihr geht in den Trigger, drückt Taste R, Baum weg, Geld da. Ne? 1730. Ich weiß gar nicht, was hat der Baum gekostet. Das wäre wahrscheinlich wieder eine Cheat-Möglichkeit. Ne, nee, der hat 2,5 gekostet. Wenn ihr den aber jetzt wirklich perfekt klein gesägt hättet, hättet ihr vielleicht sogar einen Euro damit verdient. Aber darum geht es nicht. Darum geht es eigentlich möglichst schnell, sein Holz loszuwerden. Und ihr könnt das Teil natürlich auch, wenn ihr wollt, ganz normal wieder verkaufen. Wenn ihr sagt, oh, an dieser Stelle bin ich jetzt fertig mit Abforsten. Das Ding verkaufe ich wieder. Das kostet nicht viel. Man macht 500 Euro Verlust, wenn man es einmal platziert hat. Ne? Wenn man gekauft hat, 1000. Wenn man es verkauft, kriegt man 500. Rechnerisch bleiben dann ja, 500 übrig. Also das unter Fabriken, Verkaufsstation, Holz direkt verkaufen. Weiter geht's zu dem Thema der Container. Gibt wieder hier vorne die kleinen Wasserauffüller. Dann müsst ihr nicht mehr irgendwie wild in den Graben reinfahren oder jedes Mal, wenn ihr Wassertank Geld bezahlen, gibt wieder diesen Ackerschacht. Den müsst ihr einmal kaufen, platzieren und dann könnt ihr da kostenlos Wasser laden. Das gleiche geht hier für den Hydranten. Das Ganze findet ihr unter Container. Ne? Also hier ganz normal ja, 8000 Euro für den Ackerschacht. Am Brunnen, Ackerschacht und oder Hydrant kann einfach Wasser kostenlos geladen werden. Den Brunnen sehe ich gerade jetzt. Den gibt es noch nicht. Kommt dann vielleicht später wieder mit dazu. Ne? Müssen wir mal gucken. So, auf jeden Fall die beiden. Da könnt ihr kostenlos Wasser laden. Einmal kaufen, immer Wasser laden, ohne noch dafür bezahlen zu müssen. Am Anfang ist es natürlich günstiger, die ersten Portionen Wasser so einzukaufen oder irgendwo im Graben, im Fluss, im See zu holen. Aber das muss man natürlich immer gucken. Ne? So, und dann haben wir die altbekannten Hofeinkaufstationen. Und da sehe ich gerade noch einen Fehler, den ich natürlich zum Release dann behoben haben werde. Und zwar Giftstation hier, kann man sagen. So habe ich jetzt nebenbei gerade schon berichtigt. Jetzt mache ich das Video erst weiter. Denn, ja, ansonsten natürlich ein bisschen blöd, ne? Also, wenn man Shop oder Store in der Schreibweise verwechselt, kann sowas vorkommen. Aber egal, wenn ihr das Ding habt, dann wird es funktionieren. Was könnt ihr hier machen? Ihr könnt hier zum Beispiel nebenfahren und eure Giftspritzen auffüllen. Ihr habt hier den Kauftrigger. Ihr könnt halt das Fass mit Herbizid befüllen, könnt einkaufen. Das kostet natürlich ein bisschen was. Wo findet ihr das Ganze im Shop? Auch unter Container. Gebt ihr für 50.000 Euro. Da ist nämlich jetzt dieser Fehler. Hier kann Gift eingekauft und gelagert werden. Zum Kauf gibt es 10.000 Liter gratis. Weil man zahlt zwar 50.000, aber wenn man jetzt gegenrechnet, dass man auch schon mal 10.000 Liter Herbizid bekommt, ist das ein ganz guter Kurs. Und in Zukunft könnt ihr halt immer leicht euch am Hof irgendwo einkaufen und müsst nicht immer einzelne Paletten holen oder so als Möglichkeit. Ne? Ja, dann gibt es das Ganze hier auch nochmal drei. Also praktisch einmal für Dünger, einmal für Kalk, einmal für Saatgut. So diese einzelnen Silos, immer ganz, ganz schick. Gleiche Funktion logischerweise. Es gibt immer diesen Einkaufstrigger, der dann hier mit dem Schraubenschlüssel gekennzeichnet ist. Dort könnt ihr halt bestimmen, wie viel ihr einkaufen wollt. Das Silo wird gefüllt und ihr könnt den hier nebenfahren
Könnt Anhänger auffüllen, könnt eure Düngerstreuer auffüllen, könnt Kalkstreuer auffüllen, je nachdem. Ne? Ganz, ganz praktisch eigentlich die Möglichkeit. Und dann gibt es jetzt noch, das ist auch so ein bisschen zum Modding, zum Testen. Nicht unbedingt nur so zur Verwendung. Praktisch, den werde ich auch noch größer skalieren. Der ist ein bisschen klein, aber wie gesagt, geht auch erst mit dem Giant Seed Shooter wirklich gut größer zu machen. Das ist der Multi-Einkauf im Fat Mods Pack. Da könnt ihr praktisch, ist wie gesagt ganz gut auch, um Sachen zu testen im Modding-Bereich oder was auch immer. Dort könnt ihr wirklich alle Schüttgüter, die es Stand jetzt gibt, könnt ihr in dem Silo einkaufen. Das zeige ich euch gleich, wenn wir jetzt einmal hier drunter den nehmen. Mal größer skalieren. Ja, also mit großen, hohen Anhänger hat man da schon Probleme und kommt dann nicht unter den Multi-Einkauf. Die Standardpreise, also ihr könnt damit jetzt nicht große Gewinne erzielen. Ne? Das ist jetzt keine Station, wo man alles umsonst bekommt. Man muss schon einen guten Preis bezahlen. Und hätte aber natürlich die Möglichkeit, ne? Also hier kann man wirklich alle Schüttgüter kaufen, wenn man dann Karotten bestellt. So nach dem Motto, dann kriegt man Karotten geladen. Das Geld zieht dann natürlich ab. Und ihr macht, wie gesagt, wenn ihr das jetzt direkt wieder verkaufen würdet, nicht unbedingt Gewinn. Aber falls ihr Produktion damit betreiben wollt oder irgendwas testen wollt oder wie auch immer, ne? Ist da so eine kleine Multi-Einkaufstation mit dabei. Multikauf habe ich das Ganze genannt. 50.000 kostet der Spaß. Wie gesagt, ist so ein bisschen zum Testen auch. Oder halt, wenn man Lust hat, Produktion mit allen zu betreiben, kann man halt da einkaufen. Man hat jetzt hier, ne, ich habe jetzt 5.000 Euro gerade für diesen Anhänger voll Karotte bezahlt. Und wenn wir jetzt im Shop gucken, was würden wir für Karotte jetzt aktuell in der Vermarktung bekommen? Ja, ne, circa auch. Also hier sehen wir Multikauf, kostet 237 im Einkauf. Ich könnte das jetzt für 1 Euro mehr beim Bauernmarkt verkaufen. Da muss man halt gucken, ne? Wenn man sie schummeln und für 1 Euro mehr, also 225 Euro Gewinn könnte ich jetzt machen, wenn ich das da wieder verkaufe. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ist auch so ein bisschen um schnelles Testen, um alle Fülltypen da zu haben, habe ich das mit reingenommen. Ja, also wir haben die Multisilos, wir haben die Multisilo-Erweiterungen, wir haben die Kaufstationen, die Hydranten, die Wasserentnahme, die Holzverkaufgeschichte. Denn hier haben wir das Hayloft. Mit Fahrzeug einsteigen. Bei diesem Gebäude vielleicht nochmal nur als Besonderheit. Ich habe eine eigene Hayloft, also Heulager-Kategorie nochmal mit beigepackt ins Modpack, was einfach heißt, in dieses Lager könnt ihr jetzt nicht nur Heu und Stroh einlagern. Ihr könnt eben auch in diesem Lager Ballen einlagern. An sich, das Objekt bleibt eigentlich unberührt. Genau, geht doch, komisch, wollte schon sagen. Also ich habe das Objekt nicht neu verpackt oder vergrößert, das ist das Standardobjekt, aber das Standardobjekt kann halt Gras, Hackschnitzel, Silage, Häckselgut und Stroh, Heu und so, kann das alles einlagern. Normalerweise kann das nur Heu und Stroh einlagern und in Zukunft mit dem Modpack dann eben auch noch die weiteren Sorten. Ich glaube, wir kommen zu den Tieren, denn auch bei den Tieren haben wir ein bisschen rumprobiert und da würde ich mal sagen, fangen wir mal bei den Kühen hier an. Ja, ist das noch artgerechte Haltung? Ich weiß ja nicht. Ist ein bisschen viel los hier im Gehege. Aber das ist natürlich immer, es gibt so eine gewisse Anzeigenmenge. Man muss mal nachher gucken, wie das auch performancemäßig kommt. Da könnt ihr gerne später Rückmeldung geben, ob euch das Spiel noch gut läuft oder ob es zu viele Tiere sind. Es gibt ja immer diese Standardwiese neu im LS25, die man ein bisschen flexibel gestalten kann. Und wenn ihr die jetzt mal hier, ich platziere die mal als Gegenpart hier drüben. Passt mal den Zaun nicht an. Ich behalte die Standardweide. Und ihr seht da halt den Unterschied. Also, hier können in der Standardweide 27 Tiere untergebracht werden. Und in so einer Vergrößerung merkt man noch keinen großen Unterschied. Hier haben wir 7, ne? Also, vom Faktor her könnten wir hier 7 Tiere laufen lassen. Hier 27. Wird natürlich einmal den Vorteil haben, man hat ein bisschen Fläche gespart. Hat bisher ja nur auf Standardkarten verfügbar, da brauchen wir alle Fläche. Aber man kann deutlich mehr Kühe halt auch in größeren Wiesen haben. Als dann nur 14, 20 Stück. Hat den Nachteil, ihr werdet mit Sicherheit mit der Menge Gras, die auf dem Feld wächst, nicht komplett auskommen. Ne? Denn solche Tiere, wenn man so viele Tiere dort hält, muss man nachfüttern. Ich fand das Ganze nur auch relativ praktisch unter dem Aspekt, wenn das so Aufzuchtgeschichten sind. Und ich weiß nicht, wenn man hier tatsächlich auch nachher Mischfutter reinbringen kann, wenn die Tiere sich hier vermehren. Man hat zum Beispiel, muss ja nicht eine Vollbelegung machen, ne? Man müsste ja in diesem Gehege jetzt nicht pauschal auch 27 Tiere laufen lassen. Man könnte ja sagen, man lässt hier 15 laufen oder was auch immer. Wenn die sich vermehren, hat man zumindest die Kapazität, dass da auch die Kleinen dabei sind. Was man hier natürlich nicht hat. Hier kann man dann meinetwegen 3 Tiere laufen lassen oder 4.
Und dann wäre es schon voll belegt, sofern Nachwuchs kommt. Ja, das Ganze haben wir für alle Tiere, kann man sagen. Das ist immer identisch. Hier haben wir die kleinen Schweinchen. Sieht schon schön aus, wenn da so viel los ist. Hier in dieses Gehege können, ne, bis zu 83 kleine. Die werden natürlich nicht alle animiert dargestellt. Das würde wahrscheinlich auch die Performance nicht mitmachen. Aber als Vergleich, wir platzieren mal im Gegenpart auch hier den Standardschweinestall. Den Zaun wollen wir jetzt nicht anpassen. Wir passen im normalen Spiel rein 39. Das ist auch schon nicht schlecht, ne? Aber wenn man jetzt überlegt, man hat hier 39 Dinger drin und wenn die sich vermehren, sieht es schon wieder schlecht aus. Wenn man hier 39 Dinger drin hat, hat man noch Platz für Jungtiere. So, die Schäfchen, ne? Die werden später auf der Wiese laufen. Ich habe denen einen neuen Zaun verpasst, weil ich den Zaun einfach eben ein bisschen schicker finde als den im Standardzaun. Den gucken wir auch gleich mal hier. Bauen wir hier parallel drüben auf. Nein, möchte ich nicht anpassen. Das ist praktisch das Standardgeschichte. Hier passen 23 Schäfchen rein oder Ziegen. Das ist ja beides gleich, ne? Und in meiner Variante könnt ihr bis zu 84 halten. Wie gesagt, artgerechte Haltung hin oder her. Auf jeden Fall hat das wieder so ein bisschen auch Feedlot-Charakter. Ich finde das richtig schön, dass es so voll ist. Mir gefällt es gut. Mein Rechner kommt halbwegs bisher damit klar. Muss man mal gucken, wie es im Durchschnitt nachher aussieht, ne? Kann sein, dass man nachher sagt, dass er ein bisschen weniger optisch darstellen soll. Das Ganze relativiert sich natürlich ein bisschen, wenn man größere Wiesen zieht. Dann kann man natürlich dort trotzdem deutlich mehr Schafe kaufen, aber es werden irgendwann auch nicht mehr Schafe angezeigt, ne? Also wenn ihr jetzt eine riesige Wiese baut, werden dann nicht 1000 Tiere oder so angezeigt werden können. Ja, ne, das Thema Schafe. Mir gefällt das mit dem Zaun noch richtig schön, weil den Zaun habe ich tatsächlich auf der NF Marsch ja schon so ein bisschen vorbereitet für die Deiche in einigen Bereichen. Und das würde sich dann natürlich mit diesen platzierbaren Wiesen perfekt ergänzen. Ja, dann habe ich diesen kleinen Schafstall auch nochmal ein bisschen geändert. Auch hier ist gut was los, die armen Tierchen so nach dem Motto. Aber ihr könnt ja größere Gehege ziehen, wenn ihr Platz habt. Und wie ich nochmal sage, man muss ja nicht zwingend eine Vollbelegung machen. Ne? Man sollte vielleicht ein bisschen Platz behalten, dass man dann auch im Zweifel Nachwuchs, also das ist der Standardzaun eben, ne? Dass man auch Platz für Nachwuchs hat. Hier sind die Hühner. Die Hühner haben bisher die Besonderheit, vielleicht wird es ja noch gepatcht, vielleicht ist das so, vielleicht soll das so, dass im Standardspiel könnt ihr die Wiese nicht flexibel anpassen aktuell. Und hier mit Hühnerweide aus meinem Mod-Paket, dort könnt ihr den Zaun individuell anpassen und je nachdem, wie es bei euch reinpasst, in den Hof das Gehege gestalten. Manchmal muss man immer noch mal gucken. Ja, aber hat jetzt nicht genau funktioniert. Man kommt auf die Winkel drauf an, ne? Also normalerweise funktioniert das. Man muss halt genau treffen. Und man darf auch nicht in gesperrte Bereiche rein. Trotzdem sollte die Wiese eigentlich eine gewisse Größe haben. Ja, na, geht. Also wie gesagt, kommt immer drauf an. Ja, das ist das Thema Tiere. Also ihr habt für die meisten Tiersorten habt ihr neue Gehege, wo ordentlich was los ist. Ihr könnt die aber alle, wie ich schon sagte, größer skalieren und dann sieht das nachher auch nicht ganz so überbelegt aus. Ich gucke kurz. Ich glaube, damit haben wir die Startmenge aus dem Fat Mods Pack. Das Ganze könnt ihr natürlich wie gehabt auf meiner Homepage www.fataction-letsplay.de und dann unter den Farming Simulator 25 Reiter. Dort unter mache ich die Unterkategorien auf für Modpack und Produktionspack. Und von daher glaube ich, jo, haben wir jetzt hier mal alle Informationen zusammengefasst. Ich denke, das ist ein ganz guter Start. Ja, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten und natürlich heißt es weiter, wenn es euch gefällt. Ihr wisst es, supportet ihr gerne mit einem Like, lasst einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da, was ihr euch noch wünschen würdet an Mod und was ihr gut findet, was ihr blöd findet. Und von daher sage ich vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Vielen Dank und tschüss.